Willkommen bei meinem kleinen Zwischenprojekt Estranged Act 1. Dies ist ein Half-Life 2 Mod. Ein atmosphärischer Half-Life 2 Mod, in dem es viel weniger um das Ego-Shooter-Dasein geht, viel weniger darum, Leute zu erschießen oder irgendeine Mission zu verfolgen, sondern es geht wie im Ähnlichen wie bei Dear Esther, geht das wie um das Erlebnis selbst. Es ist ein kostenloser Mod, konnte ich so runterladen. Und ich werde diesen jetzt auch einfach mal, ohne weitere Vorkommnisse, ohne sonst was, werde ich ihn jetzt einfach mal spielen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, wie lange es ist, 3 Kapitel hat es, okay. Ich würde mal sagen, machen wir es doch einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. Das ist jetzt eine spontane Idee. Das ist übrigens verbunden mit den Ikana-Gräber bei Majora's Mask. Ihr erinnert euch vielleicht daran, da habe ich eine Blockaufnahme gemacht. Und damit ist genau das hier verbunden. Es wird kurz danach aufgenommen. Wow. Okay. Also wie es aussieht, wir sind auf hoher See. E-Funkgerät beantworten. If anyone can hear this, my name is Jonathan Darrell, and I need help. These things, they've taken over the island. Things. Ich habe euch Untertitel angemacht. From Ark Corporation. There has been a safety breach. Mandatory curfew is in effect. Inwiefern ist das nur ein Dingens-Mod? Ich kann schwimmen. Ich glaube, ich werde bestimmt irgendwas tun müssen. Okay, schauen wir uns das doch erstmal an. Fangen wir doch erstmal an mit der ganzen Sache. Okay, wir sind gekentert. Und wir haben Lebensenergie. Heißt, es wird vielleicht doch einiges zu entdecken geben. Vielleicht müsst ihr doch auf irgendwas achten. Weil sie haben gerade über Things geredet. Über Dinger. Und wer weiß, was da auf uns zukommt. Das wird ein ruhigeres Let's Play. Ich werde mich einfach mal auf die Atmosphäre einlassen. Wir schauen nach, was passieren wird. Und nehmen das einfach mal so. So in uns auf und schauen mal, was es uns geben wird. Wir sind jetzt an der ruhigen Schenke, haben ja unsere Message bekommen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und ja, werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwas bewegen können. Ja, wir können hier die Sachen auseinandernehmen. Ah, das ist ganz normal, die ganzen Half-Life 2 Sachen kennen wir ja. Wir wissen ja, wie man Sachen auseinanderschiebt. Das ist uns ja allen bekannt. Das können wir zum Beispiel nicht auseinanderziehen. Hier ist nichts. Komme ich hier irgendwo lang? Oh ja, hier könnte ich rein theoretisch irgendwo lang kommen. Aber das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Kann ich auch zurückgehen? Nein, die Tür ist zugeschlossen. Die Tür ist fest verschlossen, wie ihr bemerkt habt. Auch das ist nicht möglich. Kann ich das hier aus... Hier ist eine Leiter. Okay, alles klar. Ich wollte schon gerade sagen. Gut. Gehen wir mal hier unten gucken, ob wir irgendwas finden. Ich kann hier mal hier langsam lang kriechen und mal gucken. Ist hier irgendwas versteckt, was ich benutzen kann? Und wofür soll ich es benutzen? Und weshalb sollte ich überhaupt hier oben sein? Ich kann das Boot hier wegschieben. So ist das also. Ich kann das Boot hier wegschieben. Was kann ich hier noch machen? Ich kann... Oh, duckt er sich von... Duckt er sich... Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es duckt sich von alleine. Da hätte ich mich aber sehr schwer gewundert, wenn das funktioniert hätte. Naja, lass erstmal die Steine runter. Objekte werfen. Ah, ich habe eine Idee. Hey Leute, was geht? Ich habe mich hier mal durchgebrochen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ich bin nämlich gerne hier. Okay, lass uns mal gucken, was wir noch hier finden. Wir können uns einfach hier durchbrechen. Okay, warum nicht? Und ja, Qualitätskontrolle, wie der Part aussieht, das muss ich später noch übernehmen. Tut mir leid, wenn das hier ein bisschen pixelig aussieht. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie in Underhell. Naja, schauen wir das mal nach. Okay. Gucken wir mal nach, was wir hier noch so finden. Bis jetzt ganz entspannte Atmosphäre, alles ganz ruhig. Und mal gucken, wir sind auf eng... Ich habe irgendwas gehört. Wir sind auf eng an der Insel gelandet. Es ist irgendwo ruhig, wir sind gekentert. Und ja, hier scheint ein ganz schön Zug zu herrschen, dass hier einfach Türen so auseinandergehen. Den kriege ich nicht auf. Ich schätze mal, wir müssen erstmal in die Richtung gehen. Und ich will ehrlich zu euch sein. Es beunruhigt mich so ein bisschen, dass ich eine Lebensanzeige habe. Aber wir können springen. Können wir hier rüber springen über die Dinger? Oh, ja, können wir. Uppala. Das hat doch einigermaßen gut geklappt sogar. Hier bin aber nicht der Einzige, der hier schon mal gestrandet ist, oder? Hier sind schon ein paar mehr Sachen abgesoffen. Wenn ich das mal so festhalten darf. Naja, gut. Schau mich einfach mal um. Was soll schon passieren? Kapitel 1.
Weiß nicht, warum ist das denn Act 1, wenn das hier Kapitel 1 ist? Gibt es da noch Kapitel 2 und 3 oder ist es Act 1 mit Kapitel 1, 2 und 3? Das werde ich auch noch beantwortet kriegen. Aber schön, dass das hier deutsche Untertitel hat. Gucken wir uns doch erstmal um. Ich weiß nicht, inwiefern man hier Schaden kriegen kann. Ich weiß nicht. Postum! Postum! Hey, are you okay down there? Come on up! Wie? Du hast gerade. Du hast gerade einen erschossen! Du hast doch gerade. Wieso soll ich denn zu dir hochkommen? Bist du verrückt? Ich bin doch nicht behindert! I run into a bit of trouble, so, excuse the mess. That was your boat, wasn't it? Yeah. I didn't expect a survivor. Let's get inside. Okay. Was ist hier Probleme? Wieso? After you. Ich trau dir nicht, Junge. Ich trau dir wirklich nicht, aber es. Some interesting parking, by the way. Ja, gerne, hab ich. I'm John. John Darrell. Ja, und wen hast du hier alles abgeknallt? Bist du verrückt? Wieso knallst du einfach Leute ab? I'm sorry you had to crash here of all places. The island is overrun. Überrannt. I've been working on fixing a radio and I had it, but that's when this happened. I was attacked after I managed to get a message out, but a company called ARC are blocking all communications with a damn curfew message. Oh. Look, take my gun. I don't need it anymore. You need Waffe? To go your own way, though. Go out of the back door. It'll take you to a river. Follow the river to the nature reserve. And then you can follow the rails into Wentworth. I'm sure that's where it's coming from. Wer kommt woher? Warum weißt du das? Schön, dass die Tür einfach wieder aufgeht. Schön, dass auch einfach Leute abgeknallt, dass du dich dir einfach so trauen soll. Aber tut mir leid, mein Verständnis dafür ist leider nicht so groß. Ich hoffe, du kannst mir das verstehen. Ich habe auf jeden Fall eine Waffe. Bevor du gehst, ich kam hier mit meiner Frau und Tochter auf Holiday 3 Monate ago. Around the time this began. We got separated, but please, if you find them, keep them safe. Do what I couldn't. Okay. Kein Ding, mein Freund, aber was waren das für Leute? Das ist alles schon mal sehr beunruhigend. Naja, gut. Wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen umsehen müssen. Wir werden mal ein bisschen gucken. Anscheinend haben wir hier Energie. Es wird ja auch wahrscheinlich ein bisschen was passieren. Ich wurde gerade gemittert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht gleich in erste Kontakte stoße. Vielleicht kriege ich die Waffe auch einfach nur so zum Spaß. Vielleicht brauche ich die ja gar nicht. Gott, hast du mich gerade erschreckt, du blöde Wackelpuppe. Gib mir die Taschenlampe und gib mir die Batterien. Oh Gott. Batterien mit Strom. Es ist alles wieder wie in Underhill. Underhill übrigens, ich weiß nicht, ich muss so eine extra Episode machen. Ich habe mich nur gerade nicht so nach Horror gefühlt. Muss ich mal ganz ehrlich sein. Und dementsprechend habe ich das gerade momentan abgelehnt. Nun denn, was haben wir hier? Ich brauche bestimmt Kisten, um da hochzukommen. Das kriegen wir auch hin. Das ist gar kein Problem. Hüpf, hüpf. Und dann hier nach oben. Okay. Schönes Taschenlampenlicht. Ist sehr, sehr warm. Sehr angenehm. Nun denn. Gibt es irgendwas hier? Den Fluss? Ah, es hat eine Strömung. Hier fließt es. Hier ist eine Strömung. Okay. Ich lasse mich mal nicht zu weit mitreißen. Ich laufe mal lieber hier an der Seite. Ist sicherer. Schauen wir uns das Ganze mal an. Eine Mülltonne. Und sonst wird hier nichts sein. Wie gesagt, ein eher ruhigeres Let's Play, solange es ist nicht anders verlangt. Weil es soll wohl atmosphärisch wirklich sehr tief sein. Ich kann das jetzt schon spüren. Ich finde das sehr angenehm. Ich hing da gerade bei den Ikana-Gräber bei Majora's Mask. Und ich dachte mir, ja, oh, es ist gerade so schön hier. Ich fand das da gerade so schön. Ich fand das so angenehm von der Ruhe hier. Und es ist jetzt gerade 4:30 morgens. Und, mein Internet geht mittlerweile wieder. Ich habe es ja angesprochen. Bei dem Spiel. Das ist jetzt die andere Seite, was danach kam, was danach passiert ist. Mein Internet geht wieder. Heißt, darum müsst ihr keine Gedanken mehr machen. Das ist wieder okay, aber es war über eine Stunde ausgewiesen. Und ich frag mich immer noch, warum. Aber das ist ja auch egal. Weil wir haben ja eine Pistole mit 8 Schuss und die, damit werde ich Mutanten, Aliens, riesige Schlangen, Hydras besiegen können. Muss man ein bisschen hinsetzen an den See. Einfach genießen. Schöner Ort hier, oder? Finde ich auch. Okay, kann man gut überleben. Das ist doch schön.
Ich weiß gar nicht, was man hier haben sollte, dass es einem hier nicht gefallen könnte. So ein schöner Ort hier. Und denn? Ich gehe ja irgendwo nach Veskewulk, wie der Typ das gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Irgendwie sowas war der Ort gewesen. Ich weiß nicht, ob diese Waffe wirklich nötig sein wird. Brauche ich wirklich eine Pistole? Ist das wirklich notwendig? Ich meine, wieso sollten mich dann gleich Leute umbringen wollen? Geh mal hier rein. Vielleicht will mich ja gar keiner umbringen. Vielleicht ist es ja alles ganz friedlich hier. Da hinten ist auch was. Genau, da muss man hinten gucken. Vielleicht ist das ja alles gar nicht so wild hier. Munition. Okay, Munition ist schön und gut, aber wieso gibt mir das Spiel Munition? Wenn es doch eigentlich gar nichts geben sollte, bevor ich mich fürchten muss. Es ist doch eigentlich atmosphärisch, oder nicht? Das Spiel hat es doch gar nicht nötig, mich mit Dingen abzufeuern, oder? Nein, das macht es nicht. Ich bin auch von Metro 2033. Bin ich natürlich total unverwirrt, was Munition und sowas angeht. Das ist im Ranger. Im Ranger-Modus ist das natürlich eine ganz. Oh, was bist du denn? Mach das nie wieder, okay? Bist du der Gelbäugige aus Supernatural? Kann sein. Ich traue dem Kerl alles zu. Naja. Ich glaube, er wollte einfach nur telefonieren und ich habe ihn dabei gestört. Also, Telefon? Hallo? Ja, hier ist der Telefonmann. Hallo? Okay, alles klar. Mach das nicht. Ich mag dieses Geräusch. Ich mag dieses Geräusch ganz und gar nicht. Können wir bitte aufhören, so komische Geräusche zu machen und Freunde werden? Ich höre komische Aliens greifen an. Ist das schon wieder so? Ist es ganz schön estranged jetzt schon? Wir können aufhören, estranged zu sein und aufhören, komische Zombies auf mich zu hetzen. Das ist nicht. Ist das mit Zombies? Macht das Spiel das mit mir? Oh Gott, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich dachte, das wird ein ganz. Ganz ehrlich, ich bin hier reingegangen und ich dachte, das ist ein entspannter. Es ist ein entspannter Entspannungswort, so habe ich ihn in den Kopf gehabt. Aber jetzt ist das gar nicht mehr entspannt. Das ist alles andere als. Als entspannt. Wollte ich nur noch mal so festhalten, oder? Nur, dass wir darüber geredet haben. Also entspannt ist was anderes. Ist da jemand drin? Nö! Okay, hab dich, du Arschloch, hab dich! Du blöder Penner! Du Penner! Okay, das ist wieder ein Geldäugiger. Oh Gott, ey. Ich weiß, in welchem Universum wir hier gefangen sind. Oh Gott, naja, gut. Okay, ich habe gerade Prop-Jumping gemacht. Hallo? Muss ich hier Angst haben? Natürlich geht das Tor zu, wenn ich hier reinkomme. Wie soll's auch anders sein? Warum soll's auch anders sein? Ich gehe einfach mal hier hoch, okay? Tu mal so, als wäre nichts passiert. Guck, guck. Hallo? Leute? Es ist völlig unnötig, mir so einen Schrecken einzujagen. Das war nicht nötig. Ich müsste das nicht tun. Ihr könnt uns auch darauf einigen, einfach gar keine Zombies zu sein. Ich habe eine Batterie erhalten. Nett, Spiel. Danke, Spiel. Das habe ich gebraucht, Spiel. Ich pack mal die Kisten hier zur Seite. Guck mal, was finde ich, Spiel. Okay, Spiel. Danke, Spiel. Dann brauche ich das anscheinend nicht, Spiel. Kann ich dich denn nicht benutzen? Irgendwie sowas? Scheiße, ja. Ich habe Taschenlampenlicht gefunden, aber was bringt mir das denn? Gar nichts. Bringt mir feuchten Scheiß drin. Ah, worauf habe ich mich hier eingelassen? Das ist ja wundervoll. Das ist ja das, was ihr liebt. Ne? Wenn ich mit sowas reinspringe hier. In so ein Spiel reinspringe, ohne zu wissen, dass es so ein Spiel sein wird. Und es ist schon wieder verdammt dunkel. Ich entschuldige dies gleich schon mal. Ich entschuldige dies. Kuckuck, ist hier denn irgendjemand? Komme ich hier irgendwie raus? Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwie diese Bahn. Gleisen in diese Züge hier reinkommen, aber ich bezweifle das einfach mal ganz stark. Nee, komme ich nicht. Dann werde ich mir einen anderen Ort suchen müssen und hier zu fliehen. Ich kann ja mal gucken. Ich glaube nochmal da oben. Ich kann ja mal gucken gehen hier oben, ob ich hier nicht auch noch einen anderen Ort finde, wo ich langklettern kann, aber ich schätze mal nicht. Ich schätze mal, dass hier irgendwas sein muss, was mich weiterbringt, aber dem ist ja nicht so. Also bin ich verwirrt. Sehr stark verwirrt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass hier dieses Projekt jetzt auf einmal hier starten würde. Das macht es nicht besser. Kann ich darauf schießen? Nein, kann ich nicht. Hätte ja klappen können. Meistens hilft es, auf Dinge zu schießen. Weitere Überlegungen führen mich dazu, dass ich vielleicht doch wieder runter muss. Ich melde mich gleich, wenn ich eine Lösung gefunden habe. Ich habe jetzt mal diesen Platz für mich beansprucht. Ich gehe jetzt einfach mal hier unter den Zug entlang und guck mal, ob ich irgendwas finde. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Ich weiß auch nicht, ob ich gleich angegriffen werde. Ich weiß nur, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee. Weil ich eigentlich damit rechnen sollte, dass vielleicht irgendwas kommt und mich auffressen möchte. Aber egal. Ich denke darüber momentan noch nicht nach.
Ich kletter hier einfach nur momentan lang. Und das ist mir auch völlig wurscht. Weil ich mach das einfach. Ich bin cool, ich bin ein cooles Kind. Und ich kletter einfach mal hier unter diesem Bahnsteig entlang. Und guck mal, was passiert. Ich sehe auch nichts. Ich sehe nur da oben dieses Drahtgitter so ein bisschen. Keine Sorge. Aber hier ist nichts. Muss ich euch enttäuschen, hier ist leider nichts gewesen. Aber ich habe da unter mal gebuddelt, aber ich habe nichts gefunden. Das ist wahrlich traurig. Nun denn. Muss über weiter gucken. Ich habe gerade so einen Blitzgedanken. Ich werde den Kanal von diesen Hebeln mitnehmen und hier ranstecken. Es hat funktioniert. Sehr gut. Und jetzt ist hier Licht. Und die anderen gehen auch. Das klappt ja alles wie ein Schnürchen. So habe ich mir das vorgestellt. Lass mich mal rein hier. Dankeschön, ich fahre mit. Darf ich auch Zug fahren? Macht das bestimmt gut. Tür zu und losgefahren. Wow, wir fahren schon wieder mit Zug. Es ist Cryo 4 all over again. Matthias Ross. Oh, der Part ist vorbei. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her, oder? Wie die Zeit vergeht. Wir sind weit gekommen. Wir sind sehr weit gefahren. Mann! Wir haben uns bestimmt ganze 500 Meter bewegt. Wenn überhaupt. Na dann. Leiter benutzen. Dankeschön, ich verzichte. Ja, wir sind diesen ganzen Weg hier gefahren. Das ist wirklich unglaublich. Worüber man alles dankbar sein soll im Leben. Bestimmt soll ich einfach nur hier die scheiße Dingens wieder zum Rollen kriegen. Beziehungsweise, dass wir hier... Ich vertraue dieser Sache hier nicht. Genau dir! Ich... Oh. Da laufen ein paar Kerle von denen da rum. Würde mich nicht wundern, wenn die Türen aufmachen können. Mal sehen, wie clever ihr seid. Na, wie clever seid ihr? Könnt ihr Türen aufmachen? Nicht? Denn wie ist die Problem? Wir gucken wir mal die Schränke ein bisschen an. Solange ihr noch nicht reinkommt, packe nochmal einen Stuhl davor. Ist hier was drin? Ja, hier ist eine Puppe. Na, mach mal auf. Ich will mal gucken. Hier ist eine Puppe drin. Hier, Puppe. Ah, das ist schon mal Fundstück Nummer 1. Ja. Macht ihr mal, macht ihr mal. Ihr seid super drauf. Ihr habt wirklich... Oh Mann, ihr seid alle gelbäugige Dämonen. Seid ja furchtbar, seid ihr. Ja. Also, lass mich mal gucken. So, der Schrank, der ist scheiße. Da ist nichts. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwo was finden kann. Huckuck. Ist hier noch irgendwas? Hier irgendwas? Nein, auch nicht. Schade. Dann hier. Ist denn nirgendwo was drin? Das ist ja langweilig. Was soll ich denn hier noch? Kann ich den Fernseher mitnehmen? Ups. Fernseher hat auch nichts mehr. Dich habe ich aber noch. Das Crossing kann ich hier bewegen. Fährt der Zug ohne mich weiter, oder... Wie soll ich mir das vorstellen? Wird so über, wird so zerquetscht. Wow, kannst du gleich. Flop X Flop kann das ja gleich zerquetschen. So. Damit wäre das erledigt. Jetzt muss ich nur die Tür aufmachen. Mal gucken, ob hier jemand rein möchte. Geh mal weg hier. Ich glaube, da möchte jemand rein zu mir. Mach mal die Tür auf. Sei mal freundlich. Hier, ich habe einen Stuhl dabei. Will niemand rein? Nicht? Doch jetzt. Jetzt will jemand hin. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, diese Zombies hätten mich fast getötet. Das hätte ganz schön brenzlig werden können. Oh shit, okay. Jetzt ist für uns höchste Zeit abzuhauen. Höchste Zeit abzuhauen. Tschüss. Hier kommt niemand mit, okay? Können wir uns darauf einigen? Gute Nacht, Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Wir fahren... Er kann da durchfahren, aber er lässt sich von diesem anderen Scheißteil aufhalten. Nö, das ist mir zu doof. Oh. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part von Estranged. Wir schauen dieses Mal, was passiert. Ciao.